Ich bin 1952 bei der Renania-Brauerei in die Lehre gekommen, als kaufmännischer Lehrling. Und dort gab es natürlich auch Dinge, vor allen Dingen bei der Einstellung. Am ersten Tag wurde dann von den Damen, die dort tätig waren, erbeten, karierte Nähseide oder Ähnliches aus der Stadt mitzubringen. Da mir dieses aber geläufig war, dass solche Scherze stattfanden, weil mein Bruder und meine Schwester auch schon eine entsprechende Lehre hinter sich hatten, bin ich also dann gar nicht in die Geschäfte gegangen, sondern habe einfach dann, als ich zurückkam, den Damen gesagt, dass karierte Nähseide nicht zu haben sei. Man möge sich bitte doch selber darum kümmern. Dann gab es ein Gerät, das in der Buchbindung gebraucht wurde. Da wurden also Lieferscheine, 100 an der Zahl, zusammengeklebt, die hinterher so aussahen, als seien sie ein Buch. Die konnte man also mit Leim und allem drum und dran die Rückseiten bestreichen. Und da passierte es auch, dass die Damen, die überall ja mal schauen wollten, was los war, an den Leim kamen und dann auf der Tischplatte sich kurz festhielten, dann nicht mehr loskamen, weil der Leim so schnell getrocknet war, dass zwischen Tisch und Hand keine Lösung mehr möglich war. Das musste dann mit heißem Wasser musste das gelöst werden, damit ich wieder von dem Tisch wegkam. Etwas aus dem Rahmen fallend, aber dennoch. Ich hatte ein besonders gutes Verhältnis zu dem Garagenmeister in unserem Hause. Und wir mussten damals auch mit größeren Geldbeträgen, ich sage einfach mal auch mit 100.000 Reichsmark und auch D-Mark hinterher, zur Bank. Die wurden in eine Aktentasche gepackt, nicht wie das heute der Fall ist, in einem großen Fahrzeug und drum und dran. Fahrrad, Aktentasche zur Bank. Und irgendwann regnete es in Strömen. Dann kam dieser Garagenmeister und sagte, das sehe ich nicht ein, dass du heute mit dem Fahrrad in die Stadt fährst. Ich habe im Moment Freizeit, ich fahre dich. So, da bin ich also anstatt mit dem Fahrrad von dem Garagenmeister gefahren worden. Und dann trafen wir noch einige Kollegen in der Stadt, die im Außendienst tätig waren. Und die hatten unter anderem auch in der Gaststätte Schmitze Karl auf dem Südwall. Das war ein Lokal, in dem auch Bordellteilnehmer verkehrten. Und da haben die mich mit reingenommen. Und dann kriegte ich, wie das damals so üblich war, als junger Mann, kriegte ich ein Stößchen Bier. Und kam dann aber viel später, als das sonst mit dem Fahrrad der Fall war, in die Brauerei zurück und kriegte dann von den Vorgesetzten entsprechende Vorhaltungen gemacht. Und dann habe ich das dem Garagenmeister geschildert. Und der ist dann, weil der Boxmeister in Nordrhein-Westfalen war, Kraft seines Umfeldes und so weiter, in die Amtsstube gelaufen und hat da erklärt, dass sie jetzt ja nun schuld seien, dass man mich mit ins Lokal genommen hätte und mich da keine Schuld traf. Und dass man in dem Regenwetter ja wohl Verständnis dafür haben möge, dass mal eine solche Geschichte passiert. Der hat das dann auch nicht unbedingt mit Handgreiflichkeiten, aber mit ganz heftigen Tönen geklärt.